Hallo zusammen. Ich heiße Noemi Salombrino. Letztes Jahr habe ich mit Freunden zusammen den ganzen Bodensee aufgeräumt. Vielleicht habt ihr ja vom ersten grossen Round der Bodensee Cleanup gehört. Oder vielleicht von unserem volontären Projekt am Mittelmeer, Puliamo la Puglia. Oder von unseren Gegenständen, die wir aus gesammeltem Müll herstellen. Ich habe mich professionell zur Filmemacherin ausbilden lassen, um genau solche Projekte einem breiten Publikum zu zeigen. Denn viele positive Projekte für Mensch und Umwelt hier in der Schweiz haben die Möglichkeit nicht gefilmt zu werden, weil sie allenfalls nicht das Know-how vom Filmen haben oder das Geld dafür nicht da ist. Das möchte ich ändern. Mein Ziel ist es, globale wichtige Umweltschutzthemen mit unserer Region zu verbinden, die filmisch umzusetzen und somit Menschen zum Handeln anzuregen. Die Filme möchte ich gerne nachher in Schulen oder in anderen Institutionen zeigen. Doch um das alles umzusetzen, langt mein Herzblut allein nicht. Ich bräuchte erstens eine eigene Kamera und zweitens bräuchte ich Unterstützung für die Filmproduktionskosten. Ich kann es finanziell nicht allein stemmen. Neben all diesen volontären Projekten, von denen ich euch am Anfang erzählt habe, nebenbei noch die Filme zu machen, das geht leider einfach nicht. Dank eurem Beitrag werde ich die Geschichten erzählen und sie in die Welt heraustragen. Ich bin für jede Unterstützung sehr, sehr dankbar. Egal wie klein oder wie gross das ist. Bitte helft mir, meinen Traum für eine positive und gute Zukunft zu verwirklichen. Merci vielmals. Ja! Stellt Gegenstände, die wir vom Müll machen. Vom Müllmann. Puliamo la Puglia. Oder bräuchte ich finanzielle Unterstützung für Brille. Das sehen ich nicht. Oder von unseren Projekten am Mittelmeer. Fast ein Flügel verschluckt. Gut.